So, buenos dias aus Spanien. Wir sind ja schon im Airbnb. Der Sandro ist am Start, der Alex ist am Start und der Tia ist auch am Start. Der Maxi von Hookers Quiz ist auch noch bei uns, der kommt dann später noch nach. Und dieses Wochenende steht Shisha-Messe in Spanien an. Und da nehme ich euch natürlich dieses Wochenende mit und wir gucken uns mal an, was es so auf der spanischen Shisha-Messe alles gibt. So, weiter geht's. Next Stop. Wir haben ein bisschen den Plan geändert. Wir wollen jetzt mal gucken, ob wir heute vielleicht schon mal aufs Messegelände kommen. Das heißt, wir fahren jetzt einfach mal zur Messe, gucken, ob wir reinkommen. Und wenn ja, dann gucken wir uns das an. Und wenn nicht, dann sind wir halt ein bisschen früher in der Boho Lounge. Und dann müssen wir da leider etwas früher als gedacht ein Köpfchen rauchen. Es ist halt einfach ein hartes Leben hier in Spanien. So, wir sind im Auto. Los geht's zur Messe. Zum Messegebiet, aber diese kleinen Straßen hier überall, es hat so viel Charme. Wie ist es bei euch hinten, Jungs? Fast. Gemütlich. Das Kuscheln ist ja schon gewohnt, ne? Ja, und unser kleiner Rennfahrer hier, Racing Driver, ja. Ab zur Messe. So, wir sind am Messeeingang. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ob wir da irgendwie Tickets bekommen, ob wir irgendwie reinkommen und so. Schauen wir mal. Okay, Freunde, die Tickets sind am Start. Wir haben sie alle bekommen. Das heißt, morgen alles super stressfrei mit dem Reinkommen. Wir gucken uns jetzt gerade schon mal ein bisschen um. Ist halt alles noch im Aufbau, ne? Alle sind hier gerade am Stand aufbauen. Es ist sehr, sehr viel Trubel, sehr viel Durcheinander. Wie das halt immer ist, ne? Das kriegt man im Hintergrund nicht so mit. Aber bevor die Messe losgeht... Führerscheine sind überbewertet, merkt euch das. In Spanien kein Problem, sagst du? Ist so, kannst du mal fragen. Ja, auf jeden Fall wird hier alles aufgebaut. Wir laufen einfach mal eine Runde, wir lassen das einfach ein bisschen auf uns wirken und dann geht es eine schöne Pfeife im Boho rauchen. Da haben wir doch direkt das nächste deutsche Team am Start, die schön am Aufbauen sind. Die Black Cucos Jungs, auch in Spanien vertreten, auch noch fleißig am Aufbauen. Das ist schon wild hier mit dem Outdoor-Ding, ne? Schon sehr, sehr wild. Agile hier auch fleißig am Aufbauen. Also man sieht auf jeden Fall einige Marken aus Deutschland, die hier in Sevilla am Start sind. International Shisha Business. Oh, hier ist doch auch super. NPS, Nagelem, Shades auch hier vertreten. Da werden noch die Plakate angebracht. Tipsy. Und wo Tipsy ist, kann ja heute eigentlich nicht weit sein. Oh, hier ist doch noch Revoshi. Wo sind die Revoshi Jungs? Da sehe ich doch schon einen. Jetzt geht's in die Boho und dann gibt's endlich ein schönes Pfeifchen und was Kaltes zu trinken. Aber wir sind ready für morgen. Ich bin unglaublich hyped. Das ist ein sehr, sehr geiles Feeling draußen auf der Messe. Das wird einfach nur geil. So, vamos a la Boho. Esas ganas de tocar ese cuerpo lentamente, divertirnos malamente con tu piel. In der Boho. Hier stehen auch schon ein paar Pfeifen bereit. Ich habe mir eben auch schon mein Köpfchen bestellt. Ich werde auf der Alpha rauchen. Und dann kann es gleich losgehen. Und ich glaube, der Swizzy hat sich auch gerade. Hast du dir auch schon ein Köpfchen bestellt, Sandro? Hast du dir ein Köpfchen bestellt? Ich habe mir ein Köpfchen bestellt. Tia meinte, ihr habt euch noch kein Köpfchen bestellt. Ich habe mir ein Köpfchen bestellt. Wieso hast du dir ein Köpfchen bestellt? Wieso? Weil ich ein Köpfchen rauchen möchte. Ja, dann bestell dir doch ein Köpfchen. So, Boho ist vorbei. Wir haben ein schönes Köpfchen geraucht. Dann wurde es aber irgendwann sehr, 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 sehr voll. Und unsere Mägen wurden sehr, 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 sehr leer. Deswegen geht es jetzt erst noch mal was essen. Und wir haben da von unserem spanischen Tourguide ein schönes Restaurant empfohlen bekommen. Und das checken wir jetzt mal aus. Wie war der Name? Hermanos Caballos? Ceballos. 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 De jamón, queso y una croqueta. Ya está. Es gibt auf jeden Fall noch gewisse Verständigungsprobleme, was die Auswahl unseres Abendessens angeht. Aber ja, das kriegen wir bestimmt noch hin. Haben wir erstmal eine Cola bestellt, vielleicht kommt da noch Essen oben drauf. Aber wie gesagt, wurde uns hier von unserem Lieben González empfohlen. Dann sind wir mal gespannt, ne? Ja. Ja. Alles gut? Alles gut.
Essen ist durch. Also, kurzes Food Review der gesamten spanischen Küche von Marvin, weil ich bin ja jetzt Experte. Nennst du jetzt auch so Sterne ein? Ja. Nein, machen wir nicht. Folgendes Problem. Frühstück in Spanien. Herausragend. Wirklich herausragend. Können die Deutschen einstecken, machen die Spanier geiler. Nachtisch. Herausragend in Spanien. Machen die wirklich hervorragend. Hauptspeisen allerdings, da geht der Punkt ganz, ganz klar an Deutschland. Ich hatte das Iberico-Schwein, das ist so eine besondere Schweineart, die von hier kommt. Das war lecker, aber das war nicht ganz durch. Und wenn du in Deutschland groß wirst und da immer erzählt wird, das Schwein muss durch sein, und dann ist es nicht durch, dann ist das komisch. Dann ist das komisch. Geschmeckt hat es aber eigentlich gut. Dann hatte ich so kleine, hier diese kleinen Kroketten. Die waren einfach full on mit Bechamelsoße. Das war ein bisschen viel, weißt du? Eigentlich lecker, aber war ein bisschen viel. Aber alles in allem, gut. Gut. Der Nachtisch, Leute, wir hatten so einen Käsekuchen mit so Karamellzeug, herausragend. So, bis jetzt war in diesem Vlog auf jeden Fall mehr Food-Content als Shisha-Content. Das ändern wir vielleicht später noch. Spätestens morgen, wenn es auf die Messe geht. So, jetzt hat er uns rausgeschmissen, unser Reiseführer. Hermano. Unser Airbnb ist aber so ein bisschen in so einer verkehrsberuhigten Zone. Das heißt, wir müssen einmal hinlaufen. Und das machen wir jetzt. Dann legen wir unsere Sachen ab. Entweder gehen wir noch was trinken oder wir rauchen direkt einen Kopf. Wofür bist du? Sehen wir dann, wenn wir da sind. Ja. Ich glaube, wenn wir einmal diese Treppen hoch sind, haben wir eh keinen Bock mehr. Auf jeden Fall sehr, sehr hübsche Gassen. Einen wunderschönen guten Morgen aus Sevilla. Wir sind jetzt aufgestanden, schnell geduscht, rausgerannt. Wir haben noch den Uno und den Dia mit eingepackt. Und jetzt gilt es wieder, ein gutes spanisches Frühstück zu genießen, uns zu stärken für den Tag auf der Messe. Weil heute ist es soweit, heute geht's los, aber die Messe in Spanien ja erst abends um 18 Uhr. Ist auch deutlich angenehmer bei den Temperaturen hier. Das haben die auf jeden Fall schlau gemacht. Und es ist Auto, haben wir gestern gesehen. Ja, auf jeden Fall Frühstück, dann wahrscheinlich noch ein Pre-Messe-Köpfchen. Und dann geht's langsam rüber. Ja, ¿te gustas el desayuno? No sé todavía, que no tengo desayuno. Pero el zumo, ¿Tú ganas el zumo de naranja? Está muy rico. Sí. Ich werde langsam zum Spanisch-Profi. War das halbwegs richtig oder habe ich Scheiße erzählt? Mehr oder weniger. Frühstück ist am Start. Tostada con jamón, café con leche, zumo de naranja. Haben wir fast alle. Nur für den Onur, da gibt es Churros. Sehr nice. Ja, lassen wir uns jetzt schmecken, ne? So, nach dem Frühstück geht die nächste Mission los. Wir wollen noch bei ein paar Estancos vorbei und gucken, ob die Darkwind haben, aber die ist ja wirklich absolut winzig. Ob es hier was gibt, weiß ich ja nicht so. Also in dem kleinen Ding eben gab es nur Adalia. Der Uno führt uns jetzt zur nächsten, hoffen wir zumindest. Wir suchen die nächste Estanco, weil in Spanien gibt es den Tabak ja nur in Estancos. Und dann gucken wir mal, ob es da eine größere Auswahl gibt. Alex und ich waren aber ja gestern schon lucky und haben schon ein paar Dosen Space selber kaufen können. Jo, aber spricht ja nichts gegen noch ein paar mehr Dosen, ne? So, die ist jetzt auch nicht größer. Ich weiß nicht, ob wir hier mehr finden als Adalia. Also auch die nächste Estanco hatte nur Tabu und Adalia. So, nächste Estanco, die wir gefunden haben, steht auf jeden Fall schon mal Cachimbas draußen. Gucken wir mal. Also leider auch hier kein Darkwind. Das ist ein bisschen Kohle, die hier rumsteht. Da oben sind Kohle, aber auch hier gibt es nur Adalia, Alfaja. So, ein paar Kohleentzünder. Das sind sogar 2000 Euro, ja. Aber abgesehen davon, leider kein Darkland. Alex, welchen Fächer willst du dir kaufen? Schwierig. Schwierig, ne? Ja, sehr schwierig. Ich finde ja eigentlich den mit den Kranen schon ganz geil. Habe ich auch gerade gesehen, aber der ganz oben in der Mitte sieht auch sehr, sehr schön aus. Der sieht auch aus wie das, was du gestern Abend noch anhattest, oder? Ja, klar. Was? Ich wäre für den Black Flower. Das Black Flower? Wäre wieder was für Basti und die Crew. Passend zur Tabakauswahl. Blumengedöns und so ein Scheiß, ja. Aber um ganz ehrlich zu sein, die Hoffnung sinkt langsam, dass da noch was ist, wo es dann auch gescheiten Tabak gibt. Aber naja, wir laufen hier durch die schönen Gassen in Sevilla. Also es könnte einen definitiv schlimmer treffen. Nach einem ganz, ganz kurzen Stop im Vape-Laden sind wir jetzt vor der letzten Estanco. Die sieht auf jeden Fall deutlich größer aus. Gucken wir mal rein. Also ein bisschen mehr gibt es wohl, aber nicht viel. Titanium oben, Adalia, was gibt's noch?
Tabu. Einfacher, Tabu, ja. Aber nicht viel auf jeden Fall, leider. Keinen schwarzen Tabak auf jeden Fall. Eine Kaffeemanufaktur oder sowas. Eine Kaffeemanufaktur. Holen wir uns mal einen Kaffee. Auf jeden Fall voll der schöne Kaffeeladen. Gibt es jetzt noch für den Alex ein Eiced Latte. Für mich noch ein Cold Brew. Und dann Churros holen und dann zurück ins Apartment. So, wir sind jetzt wieder in der Estanco direkt gegenüber von unserem Airbnb. Das läuft dann in Spanien meistens so ab, dass man hier so eine Liste hat. Kannst dir raussuchen, okay, Adalia haben die Sorten, von denen haben die Sorten und so. Und dann kannst du dich halt durchgucken. Ne? Und hier gibt es tatsächlich auch ein bisschen Dark Blend. Ne? Also wir haben jetzt geholt ein Dark Side. Wir haben geholt ein paar Element. Und was haben wir noch geholt? Ich glaube, der Tier hat noch einen von... Kokain gibt es natürlich auch. Holster haben wir hier. Must-have haben wir leider leer gekauft, was wir wollten. Und der Tia hat jetzt noch einen von Titanium probiert. Reboshi gibt es auch. Genau. Aber man muss das immer raussuchen, geht dann vor, fragt. Und dann steht das immer hier in den Regalen. Und man muss aber sich dann bedienen lassen. Dann wird das da rausgesucht und dann kann man sich das mitnehmen. So, wieder im Airbnb angekommen. Werden jetzt die Churros reinmassiert. Muss sie immer geben. Wir haben 5-mal Churros bestellt, ne? 5-mal Churros bestellt mit Schokoladensoße. Die Schokoladensoße hat mehr gekostet als die Churros. Die Churros haben 11 Euro gekostet, also für alle. Und die Schokoladensoße hat 12 Euro gekostet. Für alle. Ja. Sandro kann es auch nicht glauben. Naja, auf jeden Fall jetzt die Churros rein. Und dann testen wir mal unseren neu erworbenen Tabak hier, würde ich sagen. So, die Köpfchen laufen. Wichtig, erstes Ründchen jetzt heute. Wieder hier die Breezy im Frosted Design. Kohle, Freunde, eigentlich nicht auf dem Kohleteller. Ihr seht, was dann passieren kann, wenn die da zu lange liegt. Aber was willst du tun? Wir haben keinen Kohlekorb und der war drüben in der Estanco leider ausverkauft. Jetzt rauchen wir ein schönes Köpfchen. Nebenbei wird ein bisschen am Laptop gearbeitet und dann geht es später zur Messe. Und vielleicht noch was essen vorher, oder? Oder danach, zwischendrin? Wir gucken mal. So, das Köpfchen wurde geraucht, jetzt geht's los. Messe, Tag 1. Let's go. Alrighty, wir sind da. Shisha-Messe Sevilla. Wir gehen gleich rein und dann gucken wir mal, was da schon so abgeht. Wir sind eine Stunde vor Eröffnung da, muss man dazu sagen. Wir haben zum Glück Aussteller-Tickets und gucken uns das jetzt mal an. Hallo Mosi. Hallo. Na, wie ist die Lage in Spanien? Scheiße. Du hast eine Expresspalette rausgeschickt und die Spedition war so, nö. Nö, scheiße. Aber ihr habt es euch auf jeden Fall gemütlich gemacht hier. Gucken wir mal. Gehen wir gleich in den Pool. Ich muss arbeiten. Ja, noch nicht. Noch ist zu. Ja, noch ist zu, aber gleich ist er auf. Ich bring dir Pool mit. So, ein Glas aus dem Pool und dann... Kannst uns hier wohl einen aufbauen. Wir haben ja eh nicht viel zu zeigen gerade. Ja. So, Shisha-Kartell auch am Start in Spanien. Und da haben wir direkt schon einen alten Bekannten getroffen. Hallo! Lano, Grüße. Willkommen. Seid ihr vorbereitet? Immer vorbereitet. Immer vorbereitet. Born ready. So, jetzt sind wir am Holzerstand. Aber wie gesagt, wir sind ja ein bisschen früher drinne. Und bei Holzer ist einfach noch niemand. Einfach noch keiner da. Aber das sieht auch sehr, sehr gemütlich aus. Und wichtig... Alles schön im Schatten. Also ich glaube, bei Holster können wir uns dann auf jeden Fall mal hinsetzen und ein Köpfchen rauchen. Drüben ist direkt noch Reboshi mit dem riesen Revo-Camp-Stand. Auch sehr, sehr, die Pfeifen heizen sich schon mal in der Sonne auf, aber was willst du machen, ne? Nächster deutscher Stand, Freunde, Hukain. Taste, hier kann man wohl probieren. Blaze am Start, Hukain natürlich am Start. Fuck Your Life, auch hier mit am Start, aber man muss natürlich sagen, Fuck Your Life ist natürlich komplett uninteressant für den spanischen Markt, weil es gibt ja kein TPD. Was willst du denn Fuck Your Life? Du musst ja keine Aromen mehr mit reinpacken, die raus werden. Und der Maxi hat hier gerade ganz stolz seine neue Sorte, Hookah Squeezy, hingestellt, oder was? White Cake für den spanischen Markt. Na gut, die Spanier fahren halt ab auf sowas, ne? Also besonders ab. Hier haben wir ein paar sehr, sehr wilde Tradis. Einfach den Ice Tray als kleinen Chips Tray genutzt. Auch eine interessante Sache, sag ich mal. Was natürlich auch ganz geil ist, Nipe hat hier einfach einen Stand. Kennt man aus Brasilien, hat man auch schon ein paar Mal in Deutschland gesehen, aber eher sehr, sehr selten. Das ist natürlich cool, dass sie hier vertreten sind, ne? So, und die Jungs hier, die kennt man doch auch. Aeon am Start. Grüße ans Aeon-Team. Ihr seht noch nicht so eingelaufen aus wie wir.
die Hitze ist wirklich krank. So, hier ist der Stand von Overdose. Schöner großer Stand mit sehr komischen Pfeifen. Also mein Style an Shisha ist es auf jeden Fall nicht. So, hier haben wir noch den Hisper Cachimba Stand. Auf jeden Fall auch eine Marke, die in Spanien extrem bekannt ist. In Deutschland aber, glaube ich, so gut wie gar nicht. Also manche Leute kennen es natürlich. Aber wenn wir uns umdrehen, dann haben wir hier den Stand von Nagilem und von Shades. Die Jungs sind aber immer noch am Anbringen von den Flavern. Wir bereiten sich gerade alle auf den Einlass vor. Gleich geht's los. Wir haben, was haben wir? 10 vor. Die Leute stehen davor und warten. Es wird auf jeden Fall gleich ein ganz guter Ansturm hier. Weil die Türen müssen auch festgehalten werden. So, die Jungs von Shades sind jetzt auch am Start. Alles auch da hinten wuselt schon der Emre noch fleißig rum. Guten Tabak. Guten Tabak. Spanier sind auf jeden Fall auch motiviert. Und nebenan haben wir noch NPS. Da wird aber gerade noch fleißig aufgebaut hier. Die Tradis. Der Tabak ist natürlich am Start von Nagilem. Der Klassiker. Da ist er am Start. Macht man nie was falsch. Der neue Klassiker. Der neue Klassiker, der alte Klassiker. Und der morgige. Dinge, die man in Sevilla auf der Messe findet: Merchant Smoke, Premium German Tabak. Von dem ich als Deutscher noch nie was gehört habe. Perfekt. Wir sind mittlerweile bei Simulation, haben uns hier mal kurz hingesetzt, sind Wasser am Trinken und entspannen mal ein bisschen, weil die Temperatur ist wirklich einfach geisteskrank heiß. Wirklich einfach geisteskrank. Wir haben ja noch den Alex am Start. Also den Simulation Alex, nicht den Directly Alex. Aber es sind beide Alexe da. Ich bin auch dabei, ja. Hallo, er ist der Alex und er ist auch dabei. Grüße. Grüß euch. Freunde, uns wurde jetzt ein Kopf organisiert, den wir hier eigentlich rauchen wollten. Und dann dachte ich mir, ja komm, guckst du dir den mal an, ne? Also entweder hat er der Praktikant gebaut oder die Spanier mögen es einfach nicht, Geschmack zu haben. Er ist halt, also selbst wenn du auf Abstand, ja, ich weiß wirklich nicht, was dazu sagen. Selbst wenn du auf Abstand bauen möchtest, dann bau doch nicht hier am Rand super hoch und hier haust du nochmal fett den Finger rein. Und dann, guck mal, also das Depot ist ja wirklich nicht breit, ne? Jetzt stell dir mal die Alufolie da drauf vor. Du ziehst ja durch, also das Loch in der Mitte kannst du eh schon mal in die Tonne knicken, weil wo soll sich denn die Alufolie festziehen? Da hängt ja nichts. Und also das Loch ist komplett für die Füße, ja? Aber sogar die Löcher, die sind ja schon fast über dem Pfanneloch. Why? Hello. Señor Jaime. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Wie geht's? No es muy calor. Wie geht's? Wie geht's? Aquí? Mucho calor. Mucho sí. Calor. Wie ist es? Wie geht's euch? Alles gut? Es ist zu warm. Grüß euch. Also wir haben hier gefühlt 77 Grad. Mindestens. Schwitzen aus jeder Ritze. Und das ist total geil. Feier ich. Das Schwitzen oder die Messe? Ja, Hammer. Alles, alles, alles. Also die Leute sind sehr sympathisch, sehr glücklich drauf, obwohl wir hier total eingehen. Aber es macht Spaß. Es wird langsam besser. Ja, genau. Es wird langsam besser. Das Coole an der Sache ist, die können kein Englisch und wir kein Spanisch. Also weiter geht's, Julius. So, hier haben wir doch noch einen Stand gefunden, den wir kennen. Die Aladdin Shishas sind auch auf der Messe in Spanien vertreten. So, es wird auf jeden Fall langsam voller. Es sind immer mehr Leute da, die Sonne geht langsam unter. Da kommen die Spanier dann raus aus der Siesta. Und dann geht es natürlich auf die Shisha-Messe. Ne? So, wir sind bei Revoshi, aber wir müssen fragen, ja, ob wir uns selbst einen Kopf bauen dürfen. Natürlich, du immer. Das ist doch nichts Neues, oder? Und du hast Darkwind dabei? Ich habe Darkwind dabei. Ja, perfekt. Zigarre, Vanille, Stick-Like-AB. So, wir haben uns jetzt bei Revoshi eingeschlichen. Haben uns einfach hinter hier die Theke gestellt. So, wir haben uns jetzt bei Revoshi eingeschlichen. Wir haben ein Köpfchen gebaut. Wir haben auf der Messe noch keinen Kopf geraucht. Und das wird jetzt der erste. Kane Mint mit Deb Strong. Hier ist noch unser Tantro am Bauen. Ach, komm mal hier. Tja, das kannst du jetzt nicht selber rausschneiden. Das ist jetzt drinne. Ich dachte, du bist unser Alu-Meister. Aber die Alu ist schuld, ne? Die Alu ist schuld. Die Alu ist schuld. Schmutz-Alu. So, wir waren jetzt noch oben und haben den Hater-Tobacco getestet. Und ob ihr es mir glaubt oder nicht, der Red Boy, ein cremiger Flavor, hat mir geschmeckt. Ich bin selbst noch ziemlich schockiert. Der Mango war noch ganz gut, die anderen waren eher okay. Also wir haben noch nicht alle probiert. Aber Red Bull, ich sage euch wie es ist, würde ich mir tatsächlich kaufen. Ich, einen cremigen Flavor. Tag 1 der Messe ist rum. Wir gehen jetzt noch Abendessen und dann geht's, weiß ich noch nicht genau, vielleicht Shisha-Bar, vielleicht Heimköpfchen rauchen. Das war vorhin mit der Sonne wirklich viel zu anstrengend. Aber sobald die Sonne untergegangen war, war das wirklich Killer. Dann kam so ein bisschen Wind, es war nicht mehr so geisteskrank heiß. Die Lichter sind angegangen und es war wirklich überragend. Also ab da war es wirklich Killer. So, jetzt aber erstmal Abendessen, weil wir sind alle am Verhungern. Wir haben bis jetzt heute ein Brötchen mit Schinken gegessen. Klar, wir sind in Spanien, natürlich gibt es Tostada con Jamón.
und einmal Churros. Ey, alles super hier, wir gehen jetzt gerade essen, wir waren vorhin auf der Messe. Wo sind wir jetzt? Duque. How do you pronounce it? Duque. Duque. So, die ersten Gerichte kamen. Wir haben einmal Patata Brava. Brava oder Bravas? Bravas. Patatas. Bravas. Bravas. Patatas Bravas. Y Chupa Chups. Chupa Chups de queso de cabra. Chupa Chups de queso de cabra. 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 You can do it, Marie. Carba. Cabra. Carbara. Cabra. 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 Ja, das ist Chups aus, aber das Käse. Chupa Chups de Cabra. Käse. Ja. De queso de Queso. Queso. Käse Chupa Chups, Digga. Käse Chupa Chups. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön angerichtet aus hier, würde ich sagen. Dazu gibt's noch Pan. Käse. Doch danach? Pan. Käse. Ja, die Allgäuer bestehen auch aus Spanien. Und eine Cola Zero. Weil ihr müsst wissen, mit den Spaniern müsst ihr immer Spänglisch reden. Wenn ihr einfach Englisch redet, funktioniert das nicht. Verstehen die nicht. Musst du Spänglisch reden. True Story. Okay, wir hauen rein. Guten Appetit. Ah, am. Oh, fuck. Und? GS, super, super. Gut. Gut. Süß außen, klasse innen. Nice. So, Hauptspeise ist ebenfalls angerichtet. Es gibt wieder ein schönes Steak, dazu Mashed Potatoes. Das ist dasselbe wie ich habe. Ich habe keine Ahnung, was der Max da hat. Seine Oma hat das für ihn immer gekocht. Deine Oma hat das immer für dich gekocht? Ja. 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 Marvins spanische Food Reviews. Gracias. Ist Wasser, ne? Ist Wasser. Mit Gin und Tonic und ohne Wasser. Kommen wir zu Marvins Food Reviews. Und Leute, die Spanier legen extrem viel Wert auf ihr Iberico-Schwein. Eine ganz besondere Schweineart. Und wir hatten das gestern Abend schon. Und da war ich ja noch so ein bisschen skeptisch, weil das ja nicht ganz durch war. Und das war okay, er hat auch gut geschmeckt und so, alles okay. Und dann hatten wir jetzt ein anderes Stück vom Schwein. Und ich sag euch eins, ich bin eigentlich gar nicht so der größte Schweinefleischfreund. Wenn ich kann, nehme ich immer lieber Rind. Aber das war wirklich das beste Stück Schwein, was ich jemals gegessen habe. Hervorragend. So, Essen war übertrieben gut. Jetzt geht's noch weiter. Ich glaube, wir gehen noch kurz in irgendeine Shisha-Bar. Und dann geht's zurück ins Airbnb. Zu Hispano. Eine Shisha-Bar, von der González gesagt hat, dass sie hervorragend sein soll. Sandro, möchtest du kurz von unserem Bestellprozess? Also wir haben natürlich bestellt, dann haben wir Dark Blend bestellt, war schon etwas bescheiden die Auswahl. Und dann sagen wir wollen Overpack, weil da nicht viel auf Kontakt passiert hier. Und dann meint er, ja, Overpack braucht es für zwei Köpfe, aber nicht für drei. Und jetzt haben wir alles zusammengemischt aus allen Dark Blends, die sie hier haben und kriegen drei Köpfe Overpack. Let's go! Nice. Einen wunderschönen guten Morgen vom Tag 2 der Messe. Die Truppe hat sich versammelt. Und die Truppe. Warum rennst du denn weg? Ach so, weg. Umziehen. Das ist also scheiße, er kommt mit der Kamera. Beim Uno passieren auch ganz wilde Sachen. State of Mind. Ist das der neue Spanien-Modus? Das ist der Espania-Trip, Alter. Espania-Trip, verstehe. Gut, Frühstück oder was? Frühstück. 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 So, Frühstücksspot ist gefunden, Doña Encarna, und wir haben noch mehr gefunden. Die Schweizer Jungs sind am Start. Grüße, da fühlt sich der Sandro doch schon mehr aufgehoben auf einmal, ne? Also heute gibt's ein Bagel con crema de queso Philadelphia und natürlich, darf nicht fehlen, Tostada con Ramon. So Freunde, Messetag 2. Heute ist nicht viel passiert. Wir waren frühstücken und Sonne, Sonnenuntergang. Das sieht man wahrscheinlich nicht. Ja, heute ist auf jeden Fall nicht viel passiert. Wir waren frühstücken, bisschen in der Stadt unterwegs. Der Swizzy hat noch Empanadas geholt. Ich habe das Video geschnitten. Und jetzt startet der zweite Abendmesse. Heute sind wir ein bisschen später da, es ist jetzt ungefähr 8 Uhr abends. Dafür ist das Wetter heute deutlich angenehmer als gestern. Und let's go. Wir sind jetzt erstmal auf dem Hukain-Stand. Heute ist auf jeden Fall mehr los als gestern. Spanier scheinen da zu mögen hier. Ne? Es ist gut was los auf dem Stand. Ich glaube, wir drehen gleich nochmal eine Runde und dann gucken wir, wo wir ein schönes Köpfchen rauchen. Vielleicht eher sogar genau hier.
El lunes. Vamos a bailarlo. Vamos a hacerlo. It's Ricky Baker on the beat, eh. Es difícil disimular lo que pasa por mi mente cuando te tengo de frente, yeah. Esas ganas de tocar ese cuerpo lentamente, divertirnos malamente con tu piel. Yeah, 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 yeah. Ay, hasta que la noche se acabe, bailamos salsa y reggaetón. Eres hermosa y a tu cuerpo lo sabe, que bailas con esa pasión. Si lo haces como eso, lo mueves, yo me imagino eso en acción. Son chicas, sé que tú tienes la clave, baila conmigo esta canción. Baila conmigo, tú no bailas con cualquiera. Hagamos de la fiesta nuestra cita en primavera. No estamos para acordarnos de tantos malos momentos. Estamos para disfrutar y vivir una nueva era. La más loca, la que más atreve. La envidia de todas las mujeres. Está soltera y también como lo mueve. Esa cosa sí que tiene poderes. Lo que ninguna chica tiene, tanto flow que no se compara en niveles. Mi modelo de ti, tengo 10,000 carteles. Eres icy, espero que no me congeles. Paso a paso demuestro lo que ella tiene. Sin reposo te baila tracesa y reggae. Por si acaso le muestro lo que tiene el nene. Lo que quiero, mami, solo que lo ordene. Baila hasta que la noche se acabe. Bailamos salsa y reggaetón. Eres hermosa y a tu cuerpo lo sabe. Canción. Hermosa, tú eres la mera mera. Me encanta el look de la nueva era. So, Freunde, wir waren wieder im Duke essen. Es war auf jeden Fall sehr, sehr wild. Ich konnte nicht so viel filmen. Eventuell haben die uns ein bisschen mit Limoncello verwöhnt. Eventuell hat der Sandro sie überredet, uns mehr Schnaps zu geben. Es hat funktioniert, es hat funktioniert. Du hast Doras, muchas gracias, Schutz. Sie, Duca auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Jetzt fahren wir noch zu Team Mose und dann gibt es noch ein schönes Pfeifchen. Wichtig und richtig. Genau. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind wieder in Sevilla unterwegs. Der nächste Tag ist angebrochen. Wir suchen uns jetzt ein schönes Plätzchen zum Frühstücken. Oh, war das der Laden, Sandro? Oh. Da hat Sandro gestern so unglaublich leckere Empanadas geholt. Die waren sehr, sehr gut. Da könnte man heute eventuell auch wieder reinsnacken. Ey, also manchmal, ne? Manchmal denkt man, dass wir als Deutsche ja schon sehr anstrengend sind, was so manche Angewohnheit angeht, ne? Aber jetzt saßen wir gerade in dem Restaurant, wir wollten uns da reinsetzen. Und da waren die so, ja, aber an einen Tisch müssen 4 Leute. Und die waren winzig. Es war wirklich nicht möglich, dass neben mir jemand gesessen hat. Und da waren die so, nee, ein Tisch ist für 4 Leute. Da müssen 4 Leute hin. Wir so, ja, aber es ist alles frei. Können wir nicht einfach 2 Tische nebeneinander haben? Nee, ein Tisch ist für 4 Leute. Ihr seid 4 Leute. Ihr kriegt einen Tisch. Wir sind jetzt gegangen. Die Empanadas wurden reinmassiert. Und danach gibt es jetzt ein schönes Köpfchen. Wichtig und richtig. So, es gab eine kleine Planänderung. Wir sind jetzt im Uber. Wir fahren nämlich noch ins Ukrainhaus, weil die Jungs nämlich einen Pool haben. Und da werden wir noch eine kleine Shisha- und Poolparty starten. Und dann geht es danach zur Messe. So, wir sind angekommen bei Ukraine. Da hinten soll der Pool sein. Und das checken wir auch direkt mal aus, bevor es hier die nächste Pfeife gibt. Aber dann sehe ich uns schon mit so einer Pfeife am Poolrand. Ein bisschen rauchen, ein bisschen schwimmen. Oder wie sagt man nochmal bei euch? Mach mal einen Schwumm. Einen Schwumm? Schwumm. Wir machen mal einen Schwumm. Ja, ich würde mal behaupten, das lässt sich hier auf jeden Fall aushalten für die nächsten paar Stunden, oder? I think you can turn it off. So, schöne Runde geschwommen, jetzt uns fertig gemacht, jetzt ziehen wir uns langsam an. Es ist mittlerweile 18 Uhr, um 18 Uhr macht ihr auch die Messe auf. Das heißt, gleich geht's los zum letzten Tag der Shisha-Messe. Alrighty, und jetzt Next Stop Messe, letzter Tag. So, ich habe gerade noch eine kleine Fragerunde auf Insta gemacht, aber damit bin ich jetzt durch. Das heißt, jetzt wieder ein bisschen rumlaufen, dann die Jungs suchen und dann irgendwo hinsetzen zum Pfeife rauchen.
aprecien, pero no tanto. Quiero estar sola. Estar soltera, no disponible y siendo moda. Yo te quiero, pero déjame. No me amas. Wir haben uns zwei Holzseiten reingeschlichen und können uns jetzt hier zwei schöne Köpfchen Rap 2 bauen. Wichtig und richtig. Hier ist langsam Aufbruchstimmung. Wir sind gerade am Aufräumen. Und dann geht's schon raus aus diesem Airbnb. Die letzte Nacht sind wir dann noch bei Team Hukain. Und dann geht's morgen auch schon wieder nach Harris und heim. Aber wir haben noch einen ganzen Tag. Also wir haben noch heute und wir haben morgen noch den ganzen Tag. Und morgen Abend geht's dann heim. Aber wir sind gerade ordentlich am Aufräumen. So, wir sind mittlerweile in unserer Frühstückslocation angekommen. Hier waren wir schon mal frühstücken. Das ist eigentlich immer dieser eine Platz. Das ist immer der Platz mit diesem riesen, wie heißt das Ding nochmal? Metropol-Parasol-Pilz-Gerät-Ding-etwas. Ja, auf jeden Fall warten wir jetzt schon ein paar Minütchen, mal gucken, ob wir noch was zu frühstücken kriegen, aber wir sind da auf jeden Fall zuversichtlich. Dann gibt es hier noch eine schöne Tostada con Ramon und dann geht's weiter ins Haus von UKI. Sandro und ich haben gerade noch den Über-Touristen-Move gebracht und erstmal ein schönes Foto noch hier mit dem I Love Sevilla gemacht. Muss auch mal sein. So, wir gehen jetzt noch einmal hoch und gucken uns nochmal die schöne Stadt von oben an. Boah, das sieht so geil aus. Okay, das ist natürlich eine Aussicht, ne? Hier unten ist der Platz, auf dem wir immer gefrühstückt haben. Und jetzt sind wir einfach mal oben. Das sieht natürlich schon sehr, sehr nice aus. Da unten sitzen Alex und Max. Wenn ihr da durchguckt, seht ihr sie. Näher ran komme ich nicht. Andro? Ja. Sollen wir uns kurz hier verewigen? Einfach so Shisha WG und Swissy auf YouTube folgen, bitte. Lasst ein Abo da. Alter, zieht euch mal diesen kleinen Minigarten rein. Einfach eine Mini-Dachterrasse. Aber Hauptsache noch einen kleinen Pool. Es ist so geil. Aber no joke, wenn du halt mitten in der Stadt wohnst, ist das einfach eine Oase, ne? Und dann gibt es solche Dachterrassen. Die sind langweilig. Coole Dachterrasse, langweilige Dachterrasse. Coole Dachterrasse. Guck mal, hier sieht man das ganze Ding nochmal komplett unaufgebaut. So, wir sind durch mit der Tour. Ist cool. Für einen Fünfer kann man das definitiv mal mitnehmen. Hat man eine sehr schöne Aussicht, plus das Teil sieht generell cool aus. Also für einen Fünfer, Empfehlung, geht raus. So, wir schnappen uns unsere Sachen. Maxi und Sandro haben jetzt noch ein Hotel genommen, Airbnb genommen. Wir pennen heute Nacht bei Hukain, aber genau zu dem Airbnb ziehen wir jetzt weiter. So, wir haben uns jetzt hier so ein paar Lime-Bikes geschnappt und cruisen jetzt noch ein bisschen durch Sevilla. Hier, die Crew am Start. Sieht richtig wild aus, they see us rolling, they hating. Nur beim Sandro will noch nicht so richtig, oder was? Also wir bezahlen, der Sandro braucht noch. Sandro, das Ding hat mich schon 28 Cent gekostet, ich mach jetzt hin. Ich komme. Da rein? Ja, euch einfach hinterher. Let's go. Cobblestone! Jetzt sind wir noch in den Park, der beim Plaza de España ist.
Und das sieht sehr, sehr nice aus. Ultraschön. Nee, das ist der Park beim Plaza de España. Nee, das ist der Park davor schon. Der Park vor. Und dann das ja, ist der Park. Park. Ah, es gibt einen Park hinten dran und einen direkt dran. The more you know, Freunde. Aber sieht auch hier auf jeden Fall schon extrem schön aus. Nee, nee. Ja, 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 ja. Ja, lloro con mi soledad. Tan fuerte que fuimos más que amigos. Bebé, perdón porque te hice mal. Perdóname. No se sabe lo que tienes hasta el día que tú lo pierdes. Solo traguito nada más, que sobria ya no puedo ni verte. Ni verte, ya, ya, para no acordar. Baby fish dip, baby fish dip, baby fish dip, baby fish. Man steht literally vor einem der beeindruckendsten Gebäude in Spanien. Was machen Sandro und Alex? Oh, eine weiße Taube! Oh, jetzt ist sie weg. Habt ihr sie verscheucht? Ich habe ein Foto bekommen. Ich habe ein Video bekommen. Hallo. Ich habe Comedy bekommen. So, ich habe mir noch erfolgreich einen Hut geholt. Als Sonnenschutz sehr zu gebrauchen. Und jetzt sind wir vom Plaza de España. Übertrieben krass aus. Also ihr merkt schon, heute ist so ein bisschen der Touri-Modus an. Ja? Hütchen ist am Start, Sightseeing ist am Start, E-Bike-Rides durch Sevilla sind am Start. Naja, ist ein guter Montag, ein sehr guter. Der Platz wurde übrigens 1929 gebaut, nach Amerika ausgerichtet und zu dieser Seite hin offen gelassen, um die Freundschaft darzustellen. Wurde basically nur für den Flex gebaut, aber ist auch ein guter Flex. Sieht sehr, sehr nice aus. So, ich habe eben mal kurz Wikipedia den ersten Satz vorgelesen. Bildungsauftrag erfüllt. So, wir sind jetzt hier ein bisschen weiter durch den Park spazieren und haben jetzt ein sehr schönes Plätzchen direkt an so einem See gefunden. Also ein kleiner angelegter See, aber trotzdem sehr, sehr schön. Ey, der Park ist wunderschön. Du bist mitten in Sevilla und du läufst hier in den Park rein und es ruhig und du hörst Enten und Vögel und fast keine Autos mehr. Sehr, sehr entspannt hier drin. El problema es peor, mucho siento por vos, pero se me ve poco. Yeah. Dime qué vamos a hacer. So, Freunde, Ründchen Nummer 2 hier. Der Sandro ist schon on the way. Der rollt schon ein bisschen durch die Gegend und genau das machen wir jetzt auch. So, noch ein kleines Eischen geholt nach unserer Fahrradtour. So, wir sind jetzt hier noch in der kleinen Bodega, Tapasladen. Irgendwie so ein wilder Mix aus allem. Sitzen hier an der ganz süßen Straße. Tapas sind gerade. Tapas sind leider gerade nicht. Das heißt, für uns gibt es jetzt einen kleinen Espresso und dann schwingen wir uns, glaube ich, wieder auf die Bikes, fahren zum Apartment von den Jungs. Aber da kommen wir gleich zu. Erstmal einen Kaffee, die Aussicht genießen, das Wetter genießen und dann geht's weiter. Socken kaufen. Bitte? Socken. Wir brauchen Socken mit Katzenwaffe. Socken mit Katzenwaffe. So, bei Hukain angekommen, wie es sich gehört. Ach, ich wollte den Namen dir runternehmen, ich habe noch gar keinen drauf. Perfekt. Wie es sich gehört, erstmal ein Köpfchen gebaut, Space Flavor und Blaze Traube im Popo Karneval. Das klingt jetzt noch falscherer, ne? Im Popo Karneval. Willst du auch Popo Karneval? Kein Kommentar. Sandro und ich haben noch einen kleinen Schwumm gemacht, wie die Schweizer sagen. Jetzt haben wir eine nice Restaurantempfehlung bekommen und genau der werden wir jetzt wohl nachgehen. Angekommen bei La Choza de Manuela. War eine aufregende Fahrt, ungewohnt. Meine Bremse ist, sagen wir mal, ein bisschen besser eingefahren. Und auch die Kupplung ist eventuell anders und man hat ein bisschen mehr Platz. Aber wir haben es schon überlebt, die Fahrt. Und jetzt sind wir angekommen bei La Choza de Manuela. Gucken wir mal, ob das Gerät so gut ist, wie der Johannes uns prophezeit hat.
So, wir sind angekommen. Auswahl geisteskrank. Und die ersten kleinen Vorspeisen sind schon da. Sehr, sehr einheimisch, sehr lokal. Also auf jeden Fall nicht so eine Touri-Destination, wie wir die letzten Tage mehr oder weniger haben. Also das war natürlich schon sehr international ausgerichtet, würde ich sagen, in Sevilla direkt. Aber hier sind wir wirklich einfach komplett außerhalb. Nur Locals, könnte man sagen. Und ich bin so gespannt. Alex und ich haben jetzt einfach Entrecot von Wagyu bestellt für 32 Euro. Kriegst du in Deutschland nicht mehr hoch für den Preis. Boah, also die Vorspeise, Leute. Das hier ist basically Kartoffelbrei mit der Knoblauchportion des Jahrtausends, aber super lecker. Die hier haben wir schon mal in Sevilla gegessen, also in der Stadt direkt. Da waren die okay, aber hier sind die richtig, richtig gut. Und das hier ist die Leibspeise vom Sandro in Spanien, oder was? Pimientos de Patron. Und was ist das? So Paprikas mit etwas Honig und Knoblauch angebraten. Vorzüglich. Das ist der Preis auch. Der kostet 6 Euro. Also das ist irgendwie voll scheiße, dass ich Garnelen drin habe. Ist schade, wenn wir es nicht mögen. Da manchmal kriegst du noch so einen Knoblauchstück. Und da ist das Ding. Entrecot de Wagyu. Und Pommes bei. Let's go. So, das Steak wurde weggeputzt. Ein wenig Rand ist übrig geblieben. Nicht wundern, weil da noch ein Stück Fleisch und noch also Pommes liegen. Ich war die Reste-Vernichtungsmaschine für Alex und Sandro. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Nachtisch bestellt. Für mich gibt es den Flan de Schokolade. Schokolade. Flan de chocolate con almendras, Mandeln. Naja, was hast du dir gut? Was ist denn dein Fazit eigentlich zum Wagyu? War sehr gut, aber ich hatte irgendwie ein bisschen, ich habe mehr erwartet. Okay, ja. Kann ich verstehen. Aber sehr gut. Ja. Wie war dein? Was hast du? Druck auf die Nummer. Mein war sehr, sehr gut. Was hast du? Das Secreto, das irgendwas vom Schwein. Das Keine Geheimnis Ahnung. Vom Schwein. Das Geheimnis vom Schwein war sehr, 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 sehr gut für Schwein. Naja. Und auch sehr zart für Schwein. Also ich muss sagen, mein Fazit für das Wagyu war geschmacklich sehr, sehr nice. Es war halt ein Entrecot, da darf man natürlich nicht ganz ein Filet erwarten jetzt. Aber schon mehr. Aber ein bisschen mehr hätte man erwarten dürfen von der Konsistenz. Der reine Geschmack vom Fleisch. Sehr nice. Also eins muss man sagen, die sind geisteskrank schnell. Boah, das sieht sehr gut aus. Dasselbe, was der Sandro da hat, habe ich auch. Oh. Alex. Oi. Meinst du, heute ist der Tag, wo wir einfach zwei Nachtische essen? Kann ich mir schon vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Ich könnte auch reingehen. Ist das die Wiese? Der sieht schon echt gut aus. Das sieht auch gut aus und das sieht auch gut aus. Irgendwie. Oi. So, das war das Essen in La Choza de Manuela. Überragend. Also, falls ihr irgendwann mal in der Nähe von Sevilla hier seid, den Laden kann ich euch absolut empfehlen. So, nach dem Essen haben wir uns jetzt noch zu einem schönen Verdauungsköpfchen eingefunden. Sandro, was rauchen Sie Gutes? Ich rauche Botluva mit Space Flavor. Space Flavor. Und der Alex, was raucht der? Space Flavor mit Place Traube. Achso, ja. Dasselbe wie ich. Der Emre, Entschuldigung, Mert ist in einem komplett anderen Universum. Stefan, kein Köpfchen. Ich rauche gleich mit irgendwo. So ein Ding ist das. Ich bin der Schnorrer. Bei mir gibt es ebenfalls Blaze, Traube und Space Flavor. Habe ich jetzt die letzten paar Köpfchen geraucht? I approve this mixture oder so. Ey, ich bin immer noch geflasht vom Essen. Das war so geisteskrank lecker. Dieses Restaurant ist wirklich einfach Killer. Ich habe mir das jetzt auf Google Maps markiert. Wenn ich das nächste Mal hier in der Gegend bin, weiß ich auf jeden Fall ganz genau, wo ich essen gehe. Jetzt Köpfchen genießen. Und dann die letzte Nacht in Spanien. Heute kuschel ich aber noch. Mit dem jungen Mann. Ja. Ja. So, wir werden gerade schon abgeholt. Letzten Shisha-Sachen noch rein und dann geht's los nach Puerto. So, angekommen im Casa de Jucase y Casel.
Grüße, Jungs. Und du hast ja sogar schon ein Köpfchen voll. Beide sogar schon fertig. Krass, ne? Was gibt's Gutes? Bei mir gibt's Ice Granny mit Chupa Grapa und Frosty von Must Have. Bei mir gibt's Frosty von Must Have, Kiwi Smooth und Aino Oha. Aino? Ja, wir müssen noch schnell aufbauen. So, neues Ründchen, neues Köpfchen. Einmal Chupa Grapa von Blackburn. Und Master Frosty, sowas wie Supernova von Darkseid in Deutschland. Haben wir ja leider nie in Deutschland gesehen, den Frosty von Master, aber in Spanien gibt's den. Und genau das habe ich mir jetzt hier im Hookah in Popo Karneval gebaut. Letztes Köpfchen in Spanien mit den Jungs. Wir sitzen draußen, wir quatschen, wir rauchen. Genauso, wie das bei einer Pfeife sein sollte. So, die Köpfchen laufen. Die treue Breezy hier am Start. Bei euch eine Casey und eine Specti. So, wir sind im Taxi, jetzt sind wir schon auf dem Weg zum Airport. Ja, und dann sind wir ein paar Stunden schon in Frankfurt, ne? Und dann war es das wieder für Spanien für dieses Jahr. Hoffen wir, dass wir in Frankfurt sind. Hoffen wir es. Warum? Ja, Nachtflugverbot und es stand drin, dass mittlerweile mit einer halben Stunde Verspätung in Frankfurt gerechnet wird. Das heißt, wir hätten 10 Minuten Puffer, glaube ich. Ne, 5 Minuten Puffer. Ah, 10 Minuten Puffer. 5 Minuten Puffer ist für spanische Verhältnisse mehr als genug. Also wir gucken mal, wann wir wo ankommen, aber irgendwie kommen wir schon heim. Die Frage ist eher wann. Ja. Ich hoffe, dass euch das Spanien-Video gefallen hat. Die restliche Reise, wenn nichts Spannendes mehr passiert, erspare ich euch lieber. Ihr habt jetzt Flughäfen oft genug in den Videos, in den Stories gesehen. Das ist ja irgendwann auch langweilig. Ne? Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die Eindrücke von der Messe haben euch gefallen. Und dann gucken wir mal, wo die nächste Reise hingeht. Ne?